Findest du mich unheimlich? Wenn ja, dann bist du nicht allein. Denn menschenähnliche Avatare oder Roboter erzeugen bei vielen, außer natürlich bei Gamern und Sci-Fi-Fans, ein unangenehmes Gefühl, das von dem japanischen Forscher Masahiro Mori mit seiner Uncanny Valley-Theorie schon vor 50 Jahren beschrieben wurde. Und die besagt, je mehr ein Roboter einem Menschen ähnelt, desto sympathischer wird er. Doch, wenn er einem Menschen zu ähnlich wird, kehrt sich diese Sympathie um und erzeugt ein unheimliches Gefühl. Warum und was genau dieses Gefühl erzeugt, ist noch nicht eindeutig geklärt. Wahrscheinlich hat es evolutionäre Gründe und bietet einen Überlebensvorteil. Denn das Gehirn erkennt an kleinen Details, dass etwas an der Person nicht stimmt und man lieber abhauen sollte.